und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir mal auf das Jahr 2015 zurück, so wie ein Jahresrückblick von FloTV. Also 2015 war ja mein Kanal-Entstehungsjahr. War auf alle Fälle sehr nice, dass ich diesen Kanal erstellt habe. Und ich habe sehr, sehr viel an Box reviewed. Und ja, nächstes Jahr wird auch wieder sehr, sehr viel dazukommen. Und es ist einfach unglaublich, dass schon über 5000, jetzt sind schon fast 6000 Menschen den Weg zu meinem Kanal gefunden haben und 70 ihn schon abonniert haben. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und wenn nicht so viele den Kanal anschauen würden oder nicht so viele den abonnieren würden, könnte ich das Ganze auch nicht so machen, weil Firmen schicken mir Sachen zu. Ich habe jetzt erst wieder eine Anfrage von HTC, Gatekeeper und so weiter. Die werden mir jetzt ganz viele was zuschicken und am meisten angeklickt habt ihr ja das iOS 9 am iPad Air Video. Das hat über 2000 Klicks. Einfach so geil, Leute. Ich finde es einfach so nett, dass ihr auch immer so euch in den Kommentaren austauscht. Ich habe so viele Likes, so viele nette Kommentare. Manchmal sind natürlich auch doofe Kommentare dabei, aber das verkraftet man auch. Was natürlich dann dieses Jahr auch noch dazu gekommen ist, was auch vor kurzem war, ist meine neue Canon EOS 1200D. Die hat jetzt hier die Lumix Panasonic DMC TC 25 ersetzt, die jetzt allerdings auf meinem Zweitkanal Flo's Vlogbox als Vlogkamera dient. Hier habe ich jetzt mal noch als kleinen Nostalgiefaktor, das ist jetzt nicht das Original-Unboxing, ich habe es aber hier die Auflösung ein bisschen runtergeschraubt, dass ihr denkt, es wäre das Original. Nein, aber das Original-Unboxing, mein erstes Video war ja das Unboxing vom iPad Air, ist in der Videobeschreibung, also könnt ihr jetzt schnell das Video anhalten und es nochmal anschauen. Ich habe gedacht, das bringe ich auch in diesen Jahresüberblick mit rein. Das habe ich jetzt heute gefilmt und eben hier noch diese schwarzen Ränder dazu, weil ich alles in VGA hier aufgenommen habe. Ja, und nächstes Jahr werden natürlich ein Gatekeeper, die Leaf iBridge, ein Bluetooth-Selfie-Stick, eine sehr, sehr gute 20.000 mAh Powerbank, ein Wireless-Kopfhörer bzw. ein Bluetooth-Kopfhörer von Revo, einen Jabra Revo Wireless und ein HTC-Gerät. HTC hat mich jetzt angeschrieben und da sind wir auch schon anschreiben. Ich bedanke mich auch wirklich ganz arg für die Firmen, weil mit 70 Abonnenten habe ich jetzt nicht gedacht, dass mir irgendwelche Firmen Sachen zuschicken. Aber ja, ich habe schon Cases, Displayschutz und HTC hat mich jetzt wie gesagt angeschrieben. Gatekeeper wird mir jetzt was zuschicken. Ist echt lieb von euch Firmen, dass ihr mich so unterstützt. Weil es ist ja natürlich auch nicht selbstverständlich, dass ich hier Geräte im Wert von 80 Euro bzw. Zubehör, zum Beispiel von der Firma Kawai. Vielen Dank an die Firma Kawai, da habe ich die Kawai Hamburg bekommen. Review gibt es natürlich noch dazu. Hier nochmal das Kawai-Logo. Vielen Dank an euch. Dass es auch immer so reibungslos klappt. Da schreibt man eine E-Mail und dann schreiben die zurück, was möchtest du, dann sagst du das und das. Das gleiche ist bei CaseUrl. Da habe ich auch angeschrieben. Die haben gesagt, ja klar, wir schicken dir was zu. Oder telefonisch. Ist wirklich echt cool. Ist dann meistens am nächsten Tag da. Hier haben wir jetzt das CaseUrl Case fürs iPad. Da wird natürlich auch ein Review. Ich bin gerade an sehr vielen Reviews. Und hier haben wir dann Glas-Display-Schutz. Das war auch echt lieb. Allerdings ist der vom iPhone auch schon wieder runter, weil es mir schon runtergefallen ist und dann mir einfach der Display-Schutz gesprungen ist. Da gibt es auch noch ein Video dazu, weil das wirklich sehr, sehr gut von denen alles ist. Und dann hier nochmal vielen, vielen Dank an die Firmen, dass es, wie gesagt, so reibungslos klappt. Hier habe ich jetzt mal noch meine ganzen Produkte auf den Tisch geschmissen, weil ich mich einfach nochmal bedanken wollte bei euch, dass ihr das so zahlreich anklickt. Und es werden wieder viele neue Projekte kommen. Also das ist echt richtig nice von euch, dass ihr da auch wirklich immer draufklickt. Und die ganzen Likes natürlich, ich würde mich natürlich auch bei diesem Video über Feedback via Like-Button oder in den Kommentaren freuen. Das waren jetzt hier so ziemlich alle Produkte, die ich getestet habe, aber noch ein paar sind dabei, die noch nicht getestet wurden. Aber wie gesagt, es ist alles nur möglich bei manchen Produkten. Manche Produkte kaufe ich mir natürlich auch selber. Es wird natürlich auch bald mal ein Video kommen, das ist wie how to make meine Videos, also hinter den Kulissen, wie ich meine Videos mache.
wird selbstverständlich ein Video kommen. Und ja, ist auf alle Fälle sehr, sehr nice. Hier sind nochmal die Produkte, die auf alle Fälle nochmal ins Review und ins Unboxing kommen. Jetzt auch, wenn ich mein neues Mikrofon habe. Ich bestelle mir nämlich, ich habe mir einen Lavalier-Mikrofon bzw. ein Richtmikrofon für meine Canon EOS 1200D, verschiedene Kabel, Mikrofonständer, dass ich auch die Unboxings so gut wie möglich machen kann, weil ich einfach auch sehr viele Produkte unbox. Zum Beispiel, jetzt werde ich bald die, wo hier auch liegen, die Jabra Revo Wireless, die Leaf iBridge, den Selfie-Stick, der da gerade liegt, der ist übrigens mit Bluetooth, unboxen. Und da ist einfach wichtig, guten Ton zu haben. Die Canon EOS 1200D hat zwar schon guten Ton, aber da brauche ich halt einen besseren. Und jetzt kommen wir mal zu den Danksagungen, weil am meisten, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber am meisten möchte ich mich eigentlich bei meinem Schnittcomputer bedanken, dem iPad Air, das mit Cellular 16 GB Version. War ein großer Fehler, dass ich das mit 16 gekauft habe. Ich hätte es mit 32 kaufen sollen. Aber ja, ich habe jetzt die Speichererweiterung von Leaf, da geht das Ganze dann auch. Und hier ist es echt richtig nice, weil ich einfach mit dem alle meine... Es gibt kein Video, das ich nicht mit dem geschnitten habe, außer natürlich auf meinem Zweitkanal, weil, ja, da ist es dann immer schwierig, wenn man mit dem iPhone vloggt und dann muss man es auch mit dem iPhone schneiden. Aber hier wirklich, es ist so nice, dass das iPad auch alles mitgemacht hat. Von dem iPad sind so viele Videos schon hochgeladen. Und ja, es geht auch schon weiter mit den Danksagungen, ja... Die Review-Mauer. Auf dieser Mauer sind so gut wie in jedem Review ist mindestens ein Shot, der auf dieser Mauer oder in dieser Garage gemacht wurde, weil ich das einfach cool finde. So ein schön designtes iPhone in so einer dreckigen, verschmutzten Garage ist schon cool. Auf alle Fälle, ja, hier liegt nochmal mein iPad und dann auch nochmal Danke an meinen Schreibtisch, weil an meinem Schreibtisch entstehen eigentlich alle Unboxings. Ich finde es auch hier mit diesem Holzuntergrund ganz nice, weil das einfach richtig cool in den Unboxings aussieht. Belichtung ist einfach nice, weil einfach zwei riesige Fenster auf diesem Schreibtisch scheinen. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich mir ein paar Softboxen hole, weil das einfach dann auch immer ist. Zum Beispiel jetzt hier ist von der einen Seite, weil da habe ich den Rollladen runter gemacht, ein bisschen unterbelichtet. Aber ja, hier habe ich jetzt mal meine ganzen Technikgeräte ausgebreitet. Da sind auch ein paar, die ich privat nutze. Aber eigentlich wurden da schon alle reviewed. Das wurde reviewed. Die Adapter review ich jetzt nicht. Die Leaf iBridge ist gerade noch ein Review. Also ich habe schon ein Review gemacht. Habe aber eingesehen, dass ich das zu früh gemacht habe. Ich habe die jetzt schon länger getestet. Und ja, ist auf alle Fälle sehr, sehr nice. Hier liegen dann nochmal die zwei iPads, wo das eine iPad mir wirklich jetzt ein komplettes YouTube-Jahr, in dem ich angefangen habe, wirklich sehr gute Dienste geleistet habe, weil ich, wie gesagt, alles mit dem Schneid, es gibt kein einziges Video, das nicht mit dem geschnitten ist. Und ja, ist auf alle Fälle echt nochmal danke, dass ihr so kräftig diesen Abonnieren-Button drückt. Ich hoffe, dass es bald ein 100-Abonnenten-Special rauskommt. Wir sind ja bei 70, also 30 Abonnenten ist auch noch zu schaffen. 100 Abonnenten, denke ich, auf alle Fälle. Wird bald eins kommen im neuen Jahr. Wird dann eine Desktour. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch ins Jahr 2016. 2016 wird wieder ein geiles Jahr. Werden wieder sehr viele Produkte von Firmen kommen. Und ja, gibt wieder viele Reviews. Und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Freunde-Zuschauen. Nochmal guten Rutsch. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis bald.